Hallo zusammen und willkommen. Unsere Gesundheit steht und fällt mit der reibungslosen Funktion des Stoffwechsels. Ernährung, Verdauung und die Verbrennungsvorgänge im menschlichen Körper bilden ein komplexes System. Wir zeigen dir, wie du deinem Stoffwechsel mit ganz einfachen Mitteln wieder auf die Sprünge helfen kannst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Ausreichend Proteine essen. Wenn du eine Mahlzeit zu dir genommen hast, sollte dein Stoffwechsel eigentlich auf Hochtouren laufen. Um dies zu gewährleisten, kannst du den sogenannten thermischen Effekt von Lebensmitteln ausnutzen. Darunter versteht man die Energie, die dein Körper aufwenden muss, um die Nahrung aufzuschließen und eben zu verwerten. Dieser Wert ist bei proteinhaltiger Nahrung wesentlich höher als bei Kohlenhydraten oder Fetten. Zum Vergleich erhöht Protein den Stoffwechsel um 15-30%, Kohlenhydrate um 5-10% und Fett gerade einmal 0-3%. Spätestens jetzt dürfte dir klar sein, warum fettreiche Nahrung träge und übergewichtig machen kann, während Sportler gerne auf Proteine setzen. Am besten isst du abwechslungsreich und einmal täglich eine größere Portion Protein. Durch Proteine solltest du zusätzlich ein besseres Sättigungsgefühl erfahren. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen bei einer 30% Proteinernährung rund 400 Kalorien täglich weniger aßen. Wenn du unter Übergewicht leidest, solltest du besser regelmäßig kleine Portionen essen. Radikale Diäten oder Ernährungsumstellungen können den Stoffwechsel unnötig belasten. Nummer 2. Kaltes Wasser regt den Stoffwechsel an. Das Trinken eines halben Liter Wassers kann deinen Ruhestoffwechsel um ganze 10-30% erhöhen. Dein Körper ist mit der Leitung und Verstoffwechselung der Flüssigkeit so beschäftigt, dass er innerlich in Gange kommt. Trinkst du kaltes Wasser, erhöht sich dieser Effekt sogar noch leicht. Dann muss das Wasser nämlich erst erwärmt werden und auch dieser Vorgang bringt deinen Stoffwechsel auf Touren. Dennoch solltest du kaltes Wasser in Maßen und nur dann trinken, wenn du Lust darauf hast. Manchen Menschen bekommt es weniger und in diesem Falle sollte man sich dazu nicht zwingen. Dann lieber auf die anderen Tipps zur Anregung des Stoffwechsels zurückgreifen. Wasser macht übrigens auch satt. In einer Studie trank eine Gruppe Menschen eine halbe Stunde vor dem Essen jeweils einen halben Liter Wasser. Die Gruppe der Wassertrinker aß in der Folge deutlich weniger, war trotzdem zufrieden und verlor 44% mehr Gewicht als die Vergleichsgruppe. Nummer 3. Bringe dich mit einem Workout so richtig in Schwung. Das High-Intensity-Intervall-Training oder auch kurz HIIT ist ein neuer Trend im Fitnesshimmel. Du brauchst nur wenig Zeit dafür und kannst die Trainingseinheiten einfach zu Hause absolvieren. Die einzelnen Übungen werden mit kurzzeitig sehr hoher Intensität und Kraftanstrengung durchgeführt, dann ruhst du 30 Sekunden aus und fängst von vorne an. Insgesamt musst du nur 10 Minuten täglich investieren. Während der Anstrengungsintervalle muss dein Herz auf Hochtouren laufen, um genug Sauerstoff zu transportieren. Das macht fit und kurbelt die gesamte Verbrennung im Körper an. Experten gehen davon aus, dass diese Art der kurzzeitigen Anstrengung unserer menschlichen Natur viel mehr entspricht als ein einstündiger, schweißtreibender Besuch im Fitnessstudio. Von Natur aus sind unsere Körper auf einen ruhigen Fluss mit gelegentlichen kurzen Leistungsspitzen ausgelegt. Die Art des Workouts kannst du dir nach Herzenslust zusammenstellen. Du kannst Sit-Ups machen, Gewichte heben oder auf einem Heimtrainer strampeln, was das Zeug hält. Nummer 4. Baue mehr Muskulatur auf. Muskelgewebe fördert den Stoffwechsel am meisten. Je mehr Muskelmasse ein Mensch hat, umso reger arbeitet der Stoffwechsel auch in Ruhe. Ein gezielter Aufbau kann deinen Energiegrundumsatz deutlich erhöhen. Um deinen Körper mehr zu trainieren, kann es reichen, Gewohnheiten zu ändern. Bewusstes Treppensteigen statt den Fahrstuhl zu nutzen, trainiert Beine, Po und wenn du es richtig machst, sogar die Rückenmuskulatur. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Heben schwerer Gegenstände. Natürlich kannst du deine Muckis auch im Fitnessstudio oder mit kleinen Gewichten zu Hause in Form bringen. Nummer 5. Vermeide zu langes Sitzen. Gesundheitsexperten bezeichnen das Sitzen als eine neue Zivilisationskrankheit. Wer zu lange sitzt, staucht seinen Körper regelrecht zusammen. Die Atmung stockt, die Wirbelsäule wird komprimiert und der Stoffwechsel dümpelt geradezu vor sich hin. Musst du beruflich viel sitzen, dann achte auf eine aufrechte und dynamische Haltung. Gehe die paar Meter zum Kopierer oder in das Büro deines Kollegen bewusst und aktiv. Auch in deinem Bürostuhl kannst du ab und zu Pausen einlegen und dich regelmäßig ausgiebig strecken und dehnen. Wenn du tagsüber schon viel sitzen musst, solltest du in deiner Freizeit mehr stehen oder laufen. Bewegung und die aufrechte Haltung sind eine Wohltat für deinen Körper und deinen Stoffwechsel. Strengt dich dies zu sehr an, solltest du unbedingt an deiner Körperhaltung arbeiten.
Wer jahrelang hauptsächlich saß, kann verkürzte Muskeln, Sehnen und Bänder haben. Diese kannst du mit sanften Sportarten wie Yoga oder Pilates wieder in Schwung bringen. Der neueste gesundheitsbewusste Trend im Büro sind Stehpuls. Manche Firmen bieten Mitarbeitern inzwischen die Wahl. Sie können wenigstens zeitweise aufstehen und an einem Stehpult arbeiten. Wenn du selbstständig bist oder dein Büro zu Hause hast, wäre diese Neuerung vielleicht eine gute Investition in deine körperliche Fitness. Nummer 6. Wie wäre es mit einem grünen Tee oder Oolong-Tee? Beide Arten von Tee können deinen Stoffwechsel um 4-5% steigern. Dieser Effekt wurde teilweise von Studien bestätigt. Vergleichsstudien widerlegten die Ergebnisse allerdings wieder. Beim Tee scheint es auf die Einzelperson anzukommen und wie der ganz persönliche Stoffwechsel darauf reagiert. Wieder gilt, dass du nichts tun oder trinken solltest, das dir völlig zuwider ist. Magst du den Tee, dann kannst du ihn ruhig regelmäßig trinken. Grüner Tee ist bei uns schon recht bekannt und in jedem Supermarkt erhältlich. Der Oolong-Tee kommt ebenfalls aus China oder Taiwan. Er liegt in der Intensität zwischen dem grünen und dem schwarzen Tee. Übersetzt heißt der Tee schwarzer Drache. Im Gegensatz zum schwarzen Tee sind die Blätter nur halb oxidiert. Oolong-Tee bekommst du in Reformhäusern oder speziellen Teegeschäften, in Asialäden oder auch im Internethandel. Nummer 7. Würziges Essen bringt dich in Schwung. Vielleicht gehörst du bereits zu den Menschen, die von Pfeffer, Chili, Kurkuma und Ingwer gar nicht genug bekommen können. Wusstest du, dass du damit deinem Körper eine Wohltat erweist? Manchmal wird sogar der mögliche Gewichtsverlust, der durch scharfe Gewürze erzielt werden kann, angepriesen. Dieser ist aber gar nicht so relevant. Die feurigen Würzmittel sorgen nämlich nur für ca. 10 zusätzlich verbrannte Kalorien pro Mahlzeit. Das würde einem Gewichtsverlust von 500 Gramm innerhalb von 6,5 Jahren entsprechen. Dennoch können die scharfen Gewürze einen positiven Einfluss auf die Verdauung und Verbrennung haben. Die eigentliche Wirkungsweise von Würzmitteln und pflanzlichen Substanzen ist der Wissenschaft bis heute ein Rätsel. Ätherische Öle und Scharfstoffe können wunderbare Effekte erzielen. Allerdings sind diese nicht regelmäßig und mit herkömmlichen Methoden nicht messbar oder beweisbar. Nummer 8. Sorge für ausreichend erholsamen Schlaf. Wer nicht genug oder unruhig schläft, kann einen gestörten Hormonhaushalt haben. Diese Folgeerscheinungen zeigen sich vor allem dann, wenn Schlafstörungen über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen. Hormone bilden ein komplexes System, sie sind lebendige Botenstoffe, die auch deinen Stoffwechsel regulieren. Ist einer davon aus dem Gleichgewicht geraten, können weitere Botenstoffe eine Störung zeigen. Studien ergaben, dass Menschen mit Schlafstörungen zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel und einer erhöhten Insulinresistenz neigen. Beides gilt als Risiko für die Entwicklung einer Typ-2-Diabetes. Interessanterweise sind Hormone für das Sättigungsgefühl und den Appetit besonders involviert. Wer zu wenig oder nicht tief genug schläft, kann vergleichsweise mehr Lust auf das Essen haben. Leidest du unter Stress, der dich vom Schlafen abhält, solltest du deine Lebensumstände möglichst bald ändern. Zu intensives Fernsehen oder die Nutzung anderer Bildschirmmedien, vor allem vor dem Zu-Bett-Gehen, kann den Melatoninspiegel ungünstig beeinflussen. Am besten begibst du dich bereits eine Stunde vor dem Hinlegen in einen ruhigen Modus und dimmst die Lichter deiner Umgebung etwas herab. Nummer 9. Auch Kaffee kann helfen. In Maßen und verantwortungsbewusst genossen kann Kaffee die Abläufe deines Stoffwechsels positiv beeinflussen. Besonders Frauen profitieren unter bestimmten Umständen vom Koffein. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass Koffein im Kaffee den Stoffwechsel um 3-11% ankurbeln kann. Wie grüner und Oolong-Tee fördert es damit auch die Fettverbrennung. Erstaunlich war jedoch, dass der Effekt bei schlanken oder normalgewichtigen Frauen öfter auftrat. Sie konnten zu 29% profitieren, während bei den stark übergewichtigen Frauen nur 10% eine positive Anregung des Stoffwechsels zeigten. Getestet wurde übrigens mit einer Dosis von 150 ml normalem schwarzem Kaffee. Durch das Trinken von noch höheren Dosen konnte der Effekt nicht gesteigert werden. Nummer 10. Ersetze Fette durch Kokosöl. Fette können in diese drei Kategorien eingeteilt werden. Kurzkettige Fettsäuren, wie sie zum Beispiel in Butter vorkommen, mittelkettige Fettsäuren, wie sie zum Beispiel in Kokos- oder Palmkernfett enthalten ist, und langkettige Fettsäuren, die zum Beispiel das Olivenöl liefert. Langkettige Fettsäuren sind ausnahmslos sogenannte mehrfach gesättigte Fette. Sie gelten im Gegensatz zu anderen Fetten als sehr gesund. Inzwischen weiß man aber, dass der Mensch die mittelkettigen Fettsäuren am leichtesten verdauen und verwerten kann.
Bei diesen Fetten greift wieder der Effekt, dass der Körper extra Energie aufwenden muss, um sie optimal zu verwerten. Das ist eine willkommene Nachricht, denn Kokosfett ist meistens wesentlich günstiger als Olivenöl und eignet sich zudem hervorragend zum Braten. Kokosfett wird in kaltem Zustand fest wie Butter. Veganer nutzen es daher gerne als Ersatz zum Backen. Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, deinem Stoffwechsel mehr Aufmerksamkeit zu schenken, dann fang gleich damit an. Steh auf, nimm einen tiefen Atemzug und überlege dir, welche der Tipps du gerne umsetzen möchtest. Dein Körper sendet dir in der Regel Signale, was ihm gut tut und was nicht. Wir neigen leider nur allzu häufig dazu, diese Hinweise im Alltagstrubel zu überhören. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.